Willkommen zurück zu Baldur's Gate 2. In der letzten Folge, das war übrigens Folge 50, eine kleine Jubiläumsfolge, haben wir eine waschechte rote Hochzeit erlebt, nachdem wir Dorn in unsere Gruppe eingeladen haben. Meine Güte, da ging's ab. Ja, und jetzt sind wir auf dem Weg Richtung Abwasserkanäle. Das ist unser Ziel. Es wird sehr düster, es wird sehr ekelhaft wahrscheinlich hier unten. Und wir haben jetzt hier zwei Quests. Einmal die Quest für den Kult des Augenlosen, damit wir hier den mal untersuchen. Und wir haben die Quest für Herdales, der hier anscheinend entführt worden ist und in den Abwasserkanälen versteckt wird. Oh, schade, dass der Dorn nur Englisch spricht, wenn er sich hier kundtut. Und ja, der Dorn ist jetzt hier Teil der Gruppe. Er hat hier eine ganz gute Rüstung. Die könnte natürlich noch besser sein. Er hat zumindest noch einen Schutzumhang. Das ist auch ganz okay. Und alles andere machen wir dann, wenn wir wieder quasi in der Stadt sind. Ich würde ihm gerne vielleicht noch eventuell noch eine andere Waffe geben. Oh, da wollte ich mal gucken wegen dem Berserker-Dings. Ob wir da noch was in der Tasche haben. Ich dachte ja, Konda ist ein Berserker, oder? Bastard-Berserker, Bastard-Schwert. Dann könnte nämlich er hier Konda führen, zwischenzeitlich. Und das hier können wir verkaufen dann, genau. Und ich muss das nicht immer mitschleppen hier. Er wird standardmäßig, wird er hier Lilacor machen, weil Lilacor einfach die bessere Wahl ist, denke ich mal. Ja. Konda plus 1, Lilacor hat plus 3. Aber nur sollten wir wirklich gegen einen Gestaltwandler dran antreten und sollte ich ihn erkennen, dann kann man ja immer noch zur entsprechenden Waffe wechseln. So, Kobolde. Sollte jetzt auch kein großes Problem sein. Oh, Zauberkobold. Aber, ne, geht recht schnell hier. You were lucky then, but luck runs out. So, ein paar neue Pfeile tun vielleicht ganz gut. Weil wir doch immer einen sehr hohen Verbrauch haben. Und dann werden wir erstmal wie in einem Labyrinth üblich rechts herumgehen. Und uns erstmal dort ein bisschen umschauen. So, und Korgan und der Tollfuß, die machen quasi jetzt so Bollwerk mit Schild und dicker Panzerung. Und der Dorn wird dann noch schön aus der zweiten Reihe mit dem Zweihänder durchschlagen und hoffentlich viel Schaden machen. Ein Grauschlick hier oben. Ah, super, wir schnetzeln uns wunderbar schnell hier durch, das gefällt mir. Sieht allerdings auch sehr groß aus, ne? Vom Leben erwartet, aber ich als Schwert bin in meinen Wünschen ja ziemlich festgelegt. Oh nein, Lilacor war ja das Schwert, das immer quatscht, ne? Ach du meine Güte. Oh Gott. Wir gucken mal, ob wir hier vielleicht einen Ersatz finden. So, jetzt kommen wir hier oben wieder raus. Ja, es geht. Das ist okay. Kann ich mal ganz kurz nochmal Lilacor herholen? Was denn der für Eigenschaften hat er jetzt? Immun gegen Bezauberung und Verwirrung. Das heißt, er bräuchte eigentlich diesen Helm gar nicht. Das heißt, du könntest eigentlich den Helm hier tragen mit dem, was ist das, Rüstungswert? Ich habe mir das doch aufgeschrieben. Dem RW-Bonus. Das wäre doch etwas für dich dann hier. Rettungswurf ist das, ne? Rüstungswert, Rettungswurf ist das. Ist vielleicht ganz gut, genau, weil er ist automatisch ja geschützt vor Bezauberung mit seiner Waffe. Und dann braucht er den Helm nicht. Super. Oh, wir können auch nochmal mit ihm reden. Also, was ist jetzt? Metzeln oder nicht? Könnt ihr mir denn wohl einen Rat geben, oh intelligentes Schwert? Einen Ratschlag, ja? Also, abgesehen von dem offensichtlichen Tipp, endlich mal fechten zu lernen, ja? Da muss ich erst mal nachdenken. Ihr solltet mich mal ein bisschen schleifen. Ich habe ja mehr Kerben auf der Klinge als ein Rashomen-Waldläufer Narben auf dem Kopf. Das ist ja aber wieder übersetzt jetzt hier. Also ist das anscheinend ein Gegenstand aus der normalen Baldur's Gate Edition.
So, Traufe. Tanor, der Mann fürs Grobe. Was ist denn das? Fremde unter uns. Wessen Job war es, Wache zu halten? Unser Versteck ist jetzt auf allen für alle Fälle hinüber. Verständnislose Blicke von allen Seiten. Also gut. Allein bekommt den Gewinn. Ihr da, rückt die Beute raus oder ich spalte euch den Schädel. 1000 Goldmünzen sollten reichen. Was, ich? Ich soll bezahlen jetzt, oder was? Wer bist du denn überhaupt? Ich habe ja keine Ahnung, was hier gerade eben passiert. Ich sehe hier drei finstere Gesellen im Dunkeln stehen, die hier herummunkeln. Ach, die wollen einfach nur Wegegeld hier. Ich bezahle nicht dafür, dass ich hier einfach nur lang gehe. Also, los geht's. Oh, da sind doch ein bisschen mehr und ein Zauberer. So. Daneben beim nächsten Schlag. Ja, wir müssen uns mal um dich hier oben kümmern. Wir werden mal hier unten. Tödlicher Nebel. Flammenpfeil. Wird halt alles nichts bringen. Kann ich denn mit jemandem von euch irgendwie vielleicht wieder dieses Magiebannen machen? Seht ihr das? Ich hab immer noch nicht so ganz verstanden, ob das so das ist, was ich haben will, Magiebannen. Wenn so ein Bösewicht so eine Blubberblase um sich herum aufbläht. Aber wir gucken mal. So, du bekommst auch gute Pfeile. Und dann schauen wir mal, Korgan ist momentan ein bisschen Panik. Da wäre jetzt natürlich der Spruch ganz gut, den wir jetzt neu gelernt haben, richtig? So. Ja, du musst natürlich schon auf den Zauberer bleiben. Weil die Vikonia hatte doch diesen neuen Zauber. Den habe ich doch ausgerüstet hier, den neuen Zauber. Furchtbannen. Das wäre jetzt natürlich wahrscheinlich ganz gut für die Panik, oder? Also gegen die Panik, besser gesagt. Also Dorn wird sich weiterhin um den Zauberer wahrscheinlich dann kümmern. Ah komm, wir schicken alle mal hier drauf. Dorn ist anscheinend festgehalten. Betäubt ist er, aha. Aber wir machen mal Stab der Himmel oder so. Da ist ja noch ein Zauberer. Wenn ich den schon habe. Stab des Frostes. Und du hier vorne, du kannst ja relativ wenig machen. Oh, da ist eine Geheimtür, aha. Oh Gott, jetzt habe ich die auch noch getriggert hier unten. Beziehungsweise Korgan hat das gemacht hier. Dorn ist schon tot. Okay. Das macht nichts, wir können ja wieder beleben, oder? Konnte das Vikodia oder konnte das Yahira? Bin ich mir nicht mehr sicher. So. Auf geht's. Jetzt noch den Gaius. Dann müssen wir uns hier um den Kollegen hier unten kümmern. Ah, verflixt. So, gleich mal zur Hilfe kommen. Ach, da ist ja noch was. Was ist das denn? Unsichtbarer Pirscher. Da ist ja noch einer. Ja, die Goblins können nix. Die Goblins können ja nix. Die sind ja relativ schnell tot. Die werden sogar von unserem Bogenschützen hier geone-shottet. Annähernd. So, keine Ahnung, wo du... Ach Gott, jetzt ist hier doch ein grüner Schleim. Er läuft wieder überall hin. Oh Gott. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier wiederbeleben können. Beziehungsweise müssen uns noch... Oh Gott. Wird alles getriggert. Okay, wir gehen mal... Wir müssen ihm nachlaufen mal kurz. Was ist hier unten noch? Kobold-Kommando. So, jetzt ist er wieder da. Sehr schön. Wir müssen mal auch rasten dann.
kümmern wir uns mal um euch hier. So, einmal nach oben. Wir gucken mal, ob da noch was liegt, was wir brauchen. Nein. Hier oben liegen die Reste von Dorn. Der hat schon mal einen guten Einstand jetzt, der Dorn. Das sieht nach guter Panzerung aus. Sehr gut. Morgenstern. Oh, Prunkanisch. Das sieht richtig gut aus. Ich musste den Gegenstand. So, jetzt ist die Frage, ob wir dich wiederbeleben können. Und ob das... Ich glaube, Vikunia kann das, richtig? Fleißige Handarbeit. Schleißig gewartet. Ah, super. Vikunia kann das. Perfekt. Hat er schon mal einen günstigen Einstieg jetzt gehabt, der liebe Dorn. Perfekt. So, wir nehmen mal die Sachen, die ihm schon gehört haben. Ui, ja, ganz schön viel Zeug, was sich hier angesammelt hat hier. Meine Güte. So, liebe Dorn. Also, der Tollfuß hat hier nämlich auch nochmal ganz schön viel Zeug. Die Frage ist, kannst du überhaupt noch, kann noch irgendjemand identifizieren? Ich glaube, wir müssen erst rasten. Auch nochmal ein Bezauberer. Meine Güte, immer die gleichen Sachen hier. Prunkanisch. Plus 1. Ich glaube, das ist etwas. Wir haben hier Prunkanisch plus 1. Wir haben hier. Der Tollfuß kann Prunkanisch plus 1 nicht tragen, richtig? Geht nicht, weil er den Wächterring trägt. Na gut, dann werden wir mal ganz kurz rasten im Keller. Seid mir gegrüßt. Oh Gott, jetzt ist ja hier wieder da. Ah, jetzt ist aber ungünstig. Ja, hier, die springt so aus der Ecke heraus, kann man sich so richtig schön vorstellen. Ich habe versprochen zurückzukehren und hier bin ich. Hallo, ich bin wieder da. Tut mir leid, dass ich euch warten ließ, aber es gab da ein paar Dinge, um die ich mich zuerst kümmern musste. Nun, da wir wieder zusammen sind, gibt es etwas, um das ich euch bitten muss. Wir müssen zur Hafnerfeste in Nadkatla reisen. Moment, da waren wir doch gerade eben. Bin gebeten worden, euch mitzubringen und wir dürfen uns nicht zu lange Zeit lassen. Sie werden uns gestatten, die Schutzzauber, die auf den Toren liegen, zu passieren. Aber ich muss bei euch und bei Bewusstsein sein. Okay. Ja, wir machen das jetzt aber noch nicht. Tut mir leid, liebe Yahira. Ich glaube, deine Quest ist nicht mehr relevant für uns. Das heißt, ich werde dich nochmal entfernen. Mal gucken, wo du dann... Das ist keine kluge Entscheidung. Wo du dann wir bleibst. Wir sollten uns beeilen, um zur Hafnerfeste in Adkatla zu kommen. Okay, ich warte dann in der Feste auf euch. Okay, das heißt, vielleicht können wir sogar mit der aktuellen Gruppe dann die Quest machen. Dass Yahira eventuell nur mit dabei ist. Das könnte auch sein. Na gut, wir müssen erstmal aufräumen. Die ganzen tollen Sachen, die wir jetzt hier gefunden haben. Das hier sind kleiner Schild plus 2. Hier hat wahrscheinlich keiner Verwendung dafür. Lindwurmschwanz plus 2. Der große Dorn, das wäre ja perfekt für unseren Dorn. Der den Kopf dieses Morgensterns schmückt, ist in Wahrheit der tödliche Schwanzstachel eines Lindwurms. Dem Magierkrieger Sedai ist es auf magischem Wege gelungen, den Lindwurmstachel dazu zu bringen, weiterhin Gift zu produzieren. Durch die Magie, die von Sedai gewirkt wurde, ist der ganze Morgenstern zu einer lebenden Waffe geworden, die in den Händen des Trägers pulsiert und vibriert. 5 Schadenspunkte durch Gift hier, ist schon mal ganz gut, 2W4. Legel Morgenstern. Legel Morgenstern. Ist nur 2 Händer. War das die Yahira, die noch Flegel hatte? Morgenstern plus 2. 2W4 plus 2. Jetzt pass mal auf, wenn ich dir den gebe. Ich hab ihn leider verloren. Hier. Wenn ich dir den gebe, Morgenstern plus 2. Plus 2. Das müsste eigentlich dann sich nicht ändern. Genau. Einzige, was hier ist, man bekommt nochmal schön diese plus 5. 1W8 plus 3. Okay, also 1W8 plus 3 ist, glaube ich, immer noch besser. Ah, Moment. So muss es.
sein. Baltenheimer Steinfeuer. Oh Gott, ich habe so viel. So viel Waffen hier. Dann. Prunkanisch. Wir hatten noch einen Prunkanisch irgendwo plus eins oder so. Diese Schilder braucht wahrscheinlich niemand. Aktuell nicht. Kunia. Kunia hat ja die Schleuder. Also Vicunia könnte natürlich das Schild noch tragen zusätzlich. Nur für den Fall, dass sie dann noch im Nahkampf kämpfen muss. Das heißt, du bekommst diesen kleinen Schild noch mit dazu. Das passt. Hier ist noch eine Rüstung. Plattenpanzer plus 1. Das ist jetzt etwas für den Dorn. Dann ist der hier bei 0. Oh, der wäre hier sogar mit dem Prunkanisch wäre bei minus 1. Der ist sogar besser noch. Dann bekommst du deine ganzen Waffen wieder. Rancor, Tondar und Lilacor. Eieiei, so viel Zeug. Dann ihr bleibt bei den normalen Pfeilen. Erstmal. Die Sachen werden verkauft. Die Sachen hier unten werden verkauft. Du hast einen Helm, das ist auch korrekt. Und vielleicht kannst du jetzt noch den Schutzanzug, den Schutzumhang, kannst du den noch tragen? Oh, sehr schön. Minus 2, perfekt. Minus 4 und minus 8, super. Gut, so, es liegt noch ein bisschen was herum, oder? Es liegt noch die Wurfaxt herum, die kann man verkaufen. Der Helm Bezauberung wird verkauft. So, und ich glaube, das war's. Aber hat sich schon mal gelohnt hier vorne. Also das war ganz ordentlich jetzt hier. Und ich hoffe, ihr seid zufrieden, dass ich auch gezaubert habe. Zumindest ein bisschen gezaubert habe. Oh, das ist auch eine besondere Axt. Hangards Axt plus 2. Ob die Axt über eine berühmte Geschichte verfügt, ist nicht bekannt, weil die Geschichten über ihre Besitzer Hangard, einen Zwerg, wesentlich verbreiteter sind als irgendwelche Geschichten über die Axt. Hangard versucht besonders gern Äpfel und Melonen von den Köpfen seiner Gefährten zu schießen. Dummerweise verfehlt er sein Ziel öfters, als er traf. Das lag vermutlich daran, dass er meist dem Bier zu heftig zusprach. Aha. Ach Mann. Immer diese ganzen Waffen auch mal auszuprobieren, wäre halt auch mal ganz schön. Aber irgendwie mache ich das nie. Man hat einfach viel zu viele Waffen. So, jetzt gucken wir uns mal ein bisschen um. Also, wir sind jetzt hier oben. Hier sind noch ein paar, die wir angreifen müssen. Das sieht schon mal verdächtig aus. Das heißt, wir werden jetzt erstmal hier hochmarschieren und mal diese Tür öffnen. Wir werden noch ein Upgrade machen für Korgan. Korgan hat aktuell eine Axt. Er hat hier den Flegel Morgenstern und er hat hier Sonnenstrahl. Was war das nochmal? Fertigkeit Sonnenstrahl einmal täglich. Langschwert hat er noch. Okay. Also, das heißt, wir können dir jetzt hier zum Beispiel Flegel Morgenstern könnte man dir geben. Kampfstil mit Waffe und Schild. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Irgendjemand hat gesagt, dieses Kampfstil mit Waffe und Schild ist komplett für den Popo. Ich würde es aber ehrlicherweise trotzdem nehmen. Der Rüstungsklassenbonus gegen Geschosswaffen erhöht sich. Ah, komm, nehmen wir mit. Passt. Und ja, dann gucken wir mal hier oben. Meine Güte, so viel los hier. Achso, hier ist verschlossen. Aha. Das soll uns doch nicht aufhalten. Anscheinend doch ist nicht mit einem herkömmlichen Schloss gesichert. Ist hier irgendwo ein Hebel? Wäre natürlich äußerst dumm, wenn der Hebel hier in der Nähe wäre. Dem ist nicht so. So, jetzt will ich aber hier was sehen. Genau, oh, da spratzt aber ganz... Uiuiui, da bleibt ja keine Leiche, bleibt hier in ganzen Teilen liegen. So gespratzt wird hier. Eieieiei. So, Gold. Hab ich gewollt. Wieder was. Ach, das kann man jetzt öffnen hier. Da braucht man jetzt keinen Schlüssel, keinen Mechanismus. Das sieht doch nach Falle aus hier.
Ah, hier geht's wieder nach oben. Ach so, naja. Okay, wo bin ich denn jetzt? Blitz-Memphit, Staub und Eis-Memphit. Oha. Ich schlage kein Holz. Ich bin schließlich keine Axt. Was? Ach so. Okay, da kommt noch mal weg. Feuer-Memphit kommt noch vorbei. Okay, wir sind in einem Zauberturm. Okay, wir sind in einem Zauberturm, wenn ich das richtig sehe. Und vielleicht ist es genau das, was wir aktuell auch brauchen. Hier geht es nach unten. Es geht... Ja, könnte es sein, dass es auch nochmal nach oben geht. Aber hier erstmal ein bisschen erkunden. Ne? So, einmal gucken. In der großartigen Bibliothek. Im Zauberturm. Ah, wie cool. Ja, mach Platz. Zauberabwehr. Aha, aha. Ja, du musst jetzt auf die andere Seite gehen, lieber Tollfuß. Ich kann dir doch nicht immer alles erklären. Notfall, was ist das? Der Anwender wählt einen anderen Zauber aus seinem Repertoire, darf ein Grad die drei Stufen des Anwenders nicht übersteigen. Das sind also Zauber, ne? Mit denen, da mache ich halt gar nichts. Das mache ich halt nie. Das ist mir viel zu abstrus. Da wird jetzt der ein oder andere natürlich gleich wieder sagen, ja komm, da musst du dich halt mal einlesen. Aber hey, ich bin ja da, um eine schöne Geschichte zu erleben. Und nicht um hier zu die Regeln zu studieren. So, wir können hier oben entlang. Das ist wieder sehr alles sehr eng hier. Was ist das denn? Kann man hier reingehen? Ja. So, hier oben ist ein... Wer war das hier? Erdkoloss. Okay, Erdkoloss Minotaurus ist noch mit dabei. Da geht die Luzi ab hier oben. Meine Güte. Okay, wenn ihr mal ein bisschen Platz machen würdet, dann hätte auch hier die Nalia Platz, um Schaden zu machen, Leute. So, der liebe Korgan ist schon wieder verwirrt. Hat der Korgan nicht den Helm, der eigentlich hier vor Bezauberung schützen sollte? Was für ein Quatsch hier, der hilft ja überhaupt nichts. Das ist ja enttäuschend. So, ich guck mal eben, ob ich hier mal dich fortbannen. Ob das was bringt. Hm, er ist ja nur doch verwirrt jetzt. Aha. Ja, wir stellen mal um auf die besseren Heile hier. Ich meine, für was habe ich die denn gekauft, wenn nicht für den Einsatz? So. Tollfuß nimmt noch ein bisschen Schaden momentan. So, und jetzt ziehen wir uns mal zurück. Während Korgan hier noch wahrscheinlich herumprügelt. Ah, der läuft doch gleich wieder irgendwo hin, wo er dann entsprechend Leute triggert. Wir werden in der Zwischenzeit kurz mal dich heilen. Lieber Tollfuß, der Tollfuß kann ja auch Getränke. Der hat so viel Getränke hier. Irgendwie verstehe ich den Schutz gegen Bezauberung hier irgendwie falsch, fürchte ich. Der Träger ist immun gegen Bezauberung. Aber ist denn so Furcht oder so Verwirrung ist doch auch Bezauberung, richtig? Wahrscheinlich gilt das wieder nur für ganz spezielle Fälle, die ich natürlich wieder nicht weiß. Da lobe ich mir zum Beispiel Baldur's Gate 3, dass dir das Ganze dann in den Tooltips wunderbar erklärt, wann was genutzt werden kann. Das ist echt ein Segen. So, eine Halskette, eine magische. Ach, da war ja doch noch eine Falle. Exat, was ist denn los?
Sehr unzuverlässig hier. So, kann hier noch irgendjemand identifizieren von euch? Nein. Dann heben wir uns die Kette noch auf. Wobei wir auch ehrlicherweise rasten könnten. Hier oben ist übrigens das die Toilette. Sieht ein bisschen so aus, ne? Wüsste gerne, wo wir uns aktuell gerade aufhalten hier. Wir werden mal kurz eine Rast anstreben. Alter, das war laut. Das war sehr laut. Halskette der Gestaltwahrung. Duadard von den Verwandelten war eine Hexe, die zu ziemlich heftigen Gefühlsausbrüchen neigte. Sie ahndete die geringste Beleidigung mit harten Strafen. Meist bedeutete das für das Opfer, dass es mehrere Wochen in der Gestalt eines wilden Tieres zubringen musste. Auf diesem Weg schaffte sie sich natürlich zahlreiche Feinde. Es gibt Berichte darüber, dass sie einst gegen einen Magier namens Maxell kämpfte, der schon einmal Opfer einer derartigen Verwandlung geworden war. Um sich an ihr zu rächen, hatte er das Amulett angefertigt und trug es bei der Auseinandersetzung. Leider konnte er die anderen, die ebenfalls bei dem Kampf anwesend waren, nicht ebenso schützen. Rasch hatte sich die Hexe eine kleine Armee geschaffen, indem sie ein paar Bauern in Bären verwandelte. Sie überwältigten den Magier und fraßen ihn einfach auf. Minus 5 gegen Verwandlung. Sollte uns das jetzt hier noch nützlich werden? Herr Tollfuß hat ja gar keine Halskette, der bekommt die mal. Dann werden wir hier noch ein bisschen erkunden hier oben. Oh, da oben steht schon wieder jemand. Oh Gott, wo ist er denn jetzt rein? Gelaufen, der liebe Tollfuß. In eine Schleimfalle. Okay, wir bringen euch mal alle jetzt nach vorne. Guck, da wartet. Oh, da ist Herr Dalis. Da ist doch Herr Dalis, Leute. Ja, super. Sieht ein bisschen komisch aus. Sieht aus wie so ein Gnom. Alles so eng gebaut hier. Ist kein herkömmliches Schloss hier oben. Das ist schade. Kann man hier irgendwas klicken? Wahrscheinlich muss man in einem anderen Raum wieder klicken. So, ja, jetzt, das habe ich mir natürlich gedacht, dass er hier ein bisschen Probleme bekommt. Zwischen die ganzen Bänke jetzt hier durch. Wird schwierig hier bei euch, ne? Das wird schwierig. So, wir gehen mal hier vor. Nahkämpfer nach vorne. Und natürlich Nalia. So. Okay, wir sprechen mal mit dir hier. Herr Dalis, was ist hier noch? Es scheint so, als hätte man die Arbeiten an einer weiteren Etage begonnen, aber nie zu Ende gebracht. Ich diene nur Meister Mekrad. Oh, das ist ein Charakter, den man mitnehmen kann. Herr Dalis, der Mann sieht euch für einen Moment blicklos an, dann spricht er. Ich diene nur Meister Mekrad. Dieses Mannes Gedanken sind nicht seine eigenen, er wird kontrolliert. Dieser Mann wurde durch eine Art Zauber willenlos gemacht, heißt es hier. Ich habe keine Ahnung, ob sich der Zauber irgendwie brechen lässt. Ich denke, das dürfte ein schrecklicher Zustand sein. Okay, also wir können mit ihm noch gar nichts anfangen. Okay. Also hier geht es nicht weiter. Dann Kommando erstmal zurück. Drüben? Ist das so groß? Oder ist hier ein Geheimgang noch? Aber wir erkunden mal den südlichen Teil. Wer seufzt? Ach, der Lilla-Chor seufzt hier wieder. Hier liegt ein Skelett auf dem Tisch. Sieht aus wie so ein Sezierraum vielleicht. Wo die Leute quasi lernen, Körper zu bearbeiten. So, Unverwundbarkeitstrank, Trank der Stein, Schöpferkraft und die Flamme. Wir schauen uns mal den Unverwundbarkeitstrank an.
Ich glaube nicht, dass das Programm ist, oder? Dieser Trank verleiht eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen jede Art von Angriff und einen Bonus auf alle Rettungswürfe. Wirkt eine Stunde lang. Es kann nur von Kriegern verwendet werden. Ihr bemerkt, dass die Flüssigkeit seltsam trübe ist, was ihr noch bei keinem anderen Trank gesehen habt. Sieht wieder ein bisschen so aus, als wäre das doch kein Unverwundbarkeitstrank, oder? Den verkaufe ich lieber. Trau der Sache nicht. So, auf und davon. Ihr benötigt etwas, Fremde? Oh, da ist der Mekrat. Was ist das? Eindringling in Mekrats Haus? Was führt euch her, törichter Mann? Sprecht schnell, denn ich dulde nicht gern Narren auf Irrwegen. Ja, ich bin hier, um euren Gefangenen zu befreien. Übergebt ihn jetzt an mich. Euch den kleinen Dieb aushändigen? Warum sollte ich so etwas tun, wo er doch so einen perfekten kleinen Sklaven abgibt? Dieb, wovon sprecht ihr, ist ein Schauspieler. Vielleicht, das ist mir egal. Er ist als ein Dieb in meine heiligen Hallen eingedrungen, ich nahm ihn gefangen und es macht mir Spaß, ihn als meinen Sklaven zu halten. Dachte, ihr habt ihn wegen seines Edelsteins entführt. Sein Edelstein? Ah, der Edelstein, ich durchschaue euer Spiel, kleiner Mann. Und es wird nicht aufgehen, ich werde mich meines Edelsteins nicht durch Diebe oder Dummköpfe berauben lassen. Was? Welches Spiel? Diese ständigen Diebstähle langweilen mich. Ihr werdet nicht Hand an meinen Edelstein anlegen, kleiner Mann. Jetzt wird euch dasselbe Schicksal ereilen wie all die anderen. So, anscheinend wurden wir wieder ein bisschen hintergangen mit dem Edelstein jetzt hier, oder? Das noch richtig in Erinnerung habe hier. So, geht mal hier hoch. So, einmal angreifen. Der kann ja eh nichts, oder? Der kann ja nichts. Guck, der kann ja nichts. Der kann nichts. Stirb, Mekrat. Und da unten haben wir noch jemanden. So, da hat er nochmal ganz schnell ein Kriegerskelett gerufen. Aber das ist ja... ja. Das kann ja auch nichts. So, das war jetzt überraschend einfach. Ein bisschen Gold, ein bisschen... was ist das hier? Zepter, Stab. Dann... Zauberrube, aber kein... wo ist denn sein Edelstein dann? Ich sehe hier keinen Edelstein. Hatte den vielleicht der Herr Dalis vielleicht dabei? Das könnte gut und gerne sein, oder? So, ihr geht mal hier rüber. Dann, das sind so Standarddinger, die man hier wahrscheinlich verkaufen kann. Kampfstab, genau. So, Stab der Todeswolke, den behalten wir allerdings. Den kann momentan nur die Nalia nutzen. Und hoffentlich dann später die Nera. Zepter der Auferstehung. Mithilfe dieses Zepters kann ein Kleriker die Tod wieder auferwecken. Ganz so, als hätte er eine genügend hohe Stufe, um den Zauber Auferstehung einzusetzen. Okay, wie viele Ladungen? 10-mal? Oh, das würde ich aber auf alle Fälle behalten. Den behalten wir uns. Wenn wir doch mal 2 oder 3 Leute wiederbeleben müssen, können wir das auf einmal machen. Das passt. So. Dann wird der Tollfuß mal... ach so. Feuer und seltsam klare Einbildungen drehen sich durch meinen Kopf statt der Erinnerungen. Doch, was ist dies? Also, jetzt ist er uns schon entgegengekommen. Mein Sklavenhalter, er liegt tot da nieder. Ich kann's spüren. Und der Spatz erblickt seine glorreichen Retter. Oh, unermessliche Freude. Poesie erfüllt des Spatzenherz. Bekam sie denn die Kräfte des Chaos mit einem Fanfarenstoß? Die blassen Klingen und die hässlichen Häupter kühne erhoben und trugen ihn mit sich hinfort, dem kleinen Spatzen. So, Redis Schar hat dafür gesorgt, genau. Ihr gehört zu Raelis? So. Dann könnte meine Haut ja doch nochmal gerettet werden. Kommt, wir wollen uns zusammentun, damit ich diesen stinkenden Ort verlassen kann. Ja, das ist jetzt keine Option hier. Ich glaube nicht, dass du passend in unsere Gruppe passt hier. So als Frohgestalt. Der sieht doch schon aus, als wäre hier chaotisch gut. Oder undefinierbar gut.
Der passt nicht zu uns. Der passt hier nicht rein. Ich wurde angeheuert, euch zu retten, und ich bezweifle, dass Relis begeistert sein würde, wenn ich euch nun an mich reiße. Okay, na schön, mein Advokat. Ihr habt mich befreit und dafür danke ich euch. Aber in diesem Versteck des Zauberers befindet sich ein Altar, in dem ein enorm wichtiger Edelstein verborgen ist. Den mir Mekrad stahl. Findet ihn und bringt ihn zum Theater, wo wir über euren dummen Vertrag noch einmal diskutieren können. War denn das Theater? Kann ich euch leider nicht mehr sagen, wo das Theater war. Das war... Steht das irgendwo? Hier steht nur Theater. Oh Gott. Ah, unter dem Wirtshaus zu den 5 Krügen. Ich weiß natürlich, wo das Wirtshaus zu den 5 Krügen ist. Was, in den Slums? Nee, da war die Kupferkrone. Okay, wir gehen mal hier oben rein. Oh, Portaledelstein, eine Harfe und Halskette der Tränen Leerlas. Ah, das sieht ja schon mal ganz ordentlich aus. Ein Portaledelstein dient dazu, um Tore zwischen verschiedenen Ebenen zu öffnen. Es gibt nur wenige, die wissen, wie man derartige Edelsteine korrekt verwendet. Man sagt, dass manche der Edelsteine, der Steine unangenehme Nebenwirkungen haben. Diesen Portaledelstein habt ihr auf dem Altar in Mekrads Behausung gefunden. Ja, gehört der jetzt ihm? Oder gehört der hier dem anderen Kerl hier? Komisch. Ich dachte ja, es geht jetzt bestimmt noch irgendwie eine Stufe nach oben, aber anscheinend... Mir gefällt das nicht. Wie können wir den weniger Glücklichen helfen, indem wir uns hier unten rumtreiben? Na. Wir haben gerade jemandem geholfen hier, eine Streitharfe. Selbst die talentiertesten Barden vermögen der Harfe, keine harmonischen Töne zu entlocken. Jedes Mal, wenn man über ihre Saiten streicht, ertönen dissonante, unangenehme Töne. Falls der Barde trotzdem versucht, eine Ballade auf der Harfe zu spielen, wird ihre Magie entfesselt. Alle Wesen außer dem Barden und den Mitgliedern seiner Gruppe müssen einen Rettungswurf gegen Zauber bestehen oder sie werden für 30 Sekunden verwirrt. Das ist nicht schlecht hier. Barde, Waffen, ja gut. Ist leider für uns keine Option. Können wir nicht nutzen. So, das heißt, wir müssen... Ich guck mal, ob man nicht doch nach oben gehen kann. Ich bin sehr verwirrt, wo ich jetzt... Jetzt bin ich hier oben. Ah, hier sind die 5 Krüge. Sehr schön. Das ist der Brücke. Aber ich... Okay. Sind jetzt quasi aus den Abwasserkanälen hier hochgestiegen. Na gut, also können wir machen, sobald wir hier unten fertig sind. Wir müssen hier unten noch jetzt diesen Kult finden. Und das ist dann wahrscheinlich jetzt auch eine Aufgabe für die nächste Folge. Ich werde mich noch kurz zur Rast betten hier im Schlamm und im Matsch und im Dreck. Und dann in der nächsten Folge werden wir den Rest der Kanalisation erkunden.